Die Code-Konversion hatte ich hier vorhin schon am Beispiel erläutert. Hier sind sie noch einmal der Übersichtlichkeit halber hintereinander aufgeführt. Prozedurnamen sollten immer mit einem Anfangsbuchstaben beginnen, der klein ist, und Anfangsbuchstaben neuer Wortbestandteile sollten mit einem großen Buchstaben beginnen. Ganz wichtig ist, der Prozedurname sollte aussagekräftig sein und das beschreiben, was letztendlich die Prozedur bei ihrem Aufruf tut. Der Prozedurkopf und die geschweifte Klammer auf des Prozedurrumpfes sollen in einer Zeile stehen und die geschweifte Klammer zu des Prozedurrumpfes unterhalb des V vom Void des Prozedurkopfes. Die inneren Anweisungen innerhalb des Prozedurrumpfes sollte man um 4 Spalten einrücken. Sowohl bei der Prozedurdefinition als auch beim Aufruf sollte hinter dem Prozedurnamen kein Leerzeichen stehen. Bei Prozedurdefinition und Aufruf sollte zwischen den runden Klammern auch kein Leerzeichen stehen. Hinterher werden dann noch sogenannte Parameter eingeführt, die zwischen diesen Klammern dann letztendlich stehen. Bei der Prozedurdefinition sollte hinter den Klammern ein Leerzeichen stehen, bevor dann diese geschweifte Klammer aufkommt. Beim Prozeduraufruf gilt, hinter den Klammern sollte kein Leerzeichen stehen, sondern dann das Semikolon. Zwei Prozedurdefinitionen sollte man immer durch eine Leerzeile trennen.